Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einem neuen Let's Play Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen heute gemeinsam rein in die Beta von Once Human. Und ja, Once Human ist ein Mehrspieler-Open-World-Überlebensspiel und das Spiel spielt in einer postapokalyptischen Welt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Spiel. Los geht's! Our lives have followed a long path. But eventually, all roads reach their end. Still each breath. Our world is broken, stagnant, fallen into the abyss. But everything is born from darkness. Even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Once your faith overcomes despair, once you move beyond death, once life returns to this world. We'll meet beyond that path. Subject status, stable. Dagger still stuck in the sheath. Inspection 481 complete. Requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further outages. What's that? Secure me breach. Secure me breach. Oh mein Gott, was geschieht hier? Wo bin ich? Komm schon! Ich muss das hier entfernen. Geh! Weg! Was geschieht hier? Wo bin ich? Ah, ich muss aufstehen. So, das hier erstmal reinhauen. Komm. Ah. Ah. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns zusehen, dass wir hier rauskommen aus dieser Anlage.
Was haben wir denn hier drüben? Hier haben wir ein Medikit. Okay. Das alles kommt mit. Ja, immer schön looten. So, was kann ich denn hier machen? Okay. Und ich muss sagen, mir gefällt unsere Spielfigur. Optisch gefällt sie mir sehr gut. So, jetzt gucken wir erstmal hier drüben ran. Und wir gehen auch nochmal ganz fix hier in das Menü rein und stellen mal ganz kurz hier noch die Lautstärken etwas höher von den Dialogen und so weiter. So, wunderbar. Und jetzt gehen wir mal hier oben ran. Hier brauche ich das Passwort. Okay. Bin sofort wieder da. Ah, was haben wir denn hier? Ah, okay. Nahkampf geht mit dem V. Alles klar. So geht eine Rolle. Gut. Direkt erstmal ein paar Sachen in Sachen Steuerung und so jetzt erstmal durchgetestet hier. Ja, ist ja auch wichtig. Gut. Damit wir dann klarkommen in einem Kampf. So, und das hier muss ich mir mal ganz kurz merken. 0728. So. Wunderbar. Das Ganze hier haben wir jetzt offen. Und ich würde sagen, wir essen auch erst noch was Kleines. So, komm, rein damit. Und trinken tun wir auch mal noch fix was. Einfach, damit unsere Stats dann jetzt schön weit oben sind. So, was haben wir hier? Okay, ich habe eine Karte gefunden. Ah, und die muss ich jetzt hier dran nutzen. Verstehe. So, jetzt gehen wir mal hier ran an diesen Vogel und sprechen mit ihm. Und irgendwie sieht er hübsch aus, aber irgendwie auch gleichzeitig so, als ob man ihm nicht so ganz vertrauen könnte. Well, it's good to see another face. I thought I was on my own. And you're a metahuman too. I don't know who you are, but I know what you are. You awakened the cradle, and that's something only a metahuman could do. Do you remember who you are? Nein, ich weiß leider nicht mehr, wer ich bin. It must have been that fluctuation just now. It trapped me in the cradle. It could have robbed you of your memories. You can call me V. It seems that our interests are aligned, metahuman. I came to secure a deviation, a paper butterfly, but I think something must have scared it. Right now though, we need to move. I can show you the way out of this place, but only if you help me complete my mission first. All you have to do is listen to what I tell you. Gut, wir hören einfach mal auf ihn. Schön auf jeden Fall, dass wir dann jetzt nicht mehr ganz alleine sind. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Waffe.
und Wasser. Ja, kommt alles mit. Sehr schön. Bam, das hauen wir direkt mal weg. Zack. Our world has been overrun with deviants ever since Starfall. Ordinary humans can't take high levels of stardust exposure. When they do, they end up just like... But you're a metahuman. You should be fine. In fact, if the conditions are right, you might even be able to use stardust to your advantage. Okay. Rechte Maustaste ist so eine Art schwerer Schlag. Linke ist so ein normaler. Ich frage mich, ob ich auch irgendwie blocken kann. Naja, egal. Wir hauen jetzt den hier erstmal weg. Los. Zack. Jawoll. Immerhin fallen die Dinger schnell um. Da steht nochmal so ein Ding. Oh, ich höre hinter mir was. Bam. Jawoll, wir haben Brot gefunden. Freue ich mich schon drauf, das dann später zu essen. Na, was hast du hier? Ja, leider nichts, was ich gebrauchen könnte. Wollen wir diesen Weg nehmen oder den anderen? Das ist jetzt die Frage. Ich denke, wir gehen jetzt einfach hier lang. Oh, weia. Komm her. Irgendwie macht das Spaß, die wegzuklatschen. Aber auf jeden Fall muss ich mich erstmal noch gewöhnen mit an die Steuerung. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also ist gerade noch etwas gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Aber man muss auch betrachten, das Ganze hier ist noch eine Beta, wie bereits zu Beginn erwähnt. Also da kann sich noch viel ändern bis zum finalen Release. Jawohl, wir haben Schuhe gefunden. So, ich will mal ganz kurz ein paar Tasten hier durchdrücken. Was habe ich denn hier? Okay, hier habe ich so ein Survival-Buch, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Was habe ich hier drüben? Ach, hier kann ich dann meinen Vögelchen rausholen und mit ihm sprechen. Verstehe. Ich will mal eben hier hinten noch nachschauen, ob hier noch was ist. Jawohl. Antibiotika. Das kann man immer gebrauchen. Hey, was haben wir denn jetzt hier? My name is Victor Hammond. What's your name? Just know I'm a monster. My mom, my dad, they're gone. It was all my fault. Hey, hey. Try and stay calm. I'm here to help you. No one can help me. It would be better for everyone if I just leave me alone, please. I'm afraid I can't do that. And you're not a monster. In fact, you're very, very special. You just need to learn how to control your own strength. Once you do that, you can help fix this broken world. We can do that together. My butterfly. It's flying. Yes. Your first deviation. And look how gentle it is. I remember my name now. It's Mitsuko. It means child of light. It's my first creation. I will create more. Hey, was haben wir hier für einen Durchgang? Ja, wäre eine Kiste. Na, mal sehen, was ist denn da drin? Okay, Essen und Trinken. Ich muss gestehen, ich hätte gerne etwas wie eine Art Schusswaffe oder so. We need something powerful to challenge that. Forge a new path. This will be the Mayfly's mission. This is why we'll fight.
Mayflies? That's right. Mayflies. Small, yet invincible. Oh, das sind schon wieder diese komischen Dinger. Alter, wie sieht denn der aus? Komm her! Da hat wie so eine Art Koffer auf seinem Kopf. Ah, das Ding kann ich jetzt werfen. Okay. Ah nein, ich kann damit feuern, okay. Das ist ja cool. Alter. Okay. Gefällt mir. The deviation. We found it. Reach out your left hand. See if you can feel the rhythm of it. Then try and secure it. Sehr schön. Wow, wo sind wir denn jetzt? Schöner Ort auf jeden Fall. Hier würde ich gerne leben. So, wir sprechen mal mit ihr. You're still alive. Yes, and look what I found. Ameta only just woken up. They were kind enough to activate the cradle and set me free. Thank you, Metahuman. This means a lot to me. You can call me Mitsuko. I used to be a Metahuman as well. Rosetta did all kinds of experiments on me. That is, until V saved me. Mitsuko is a very special Meta. She can sense even the tiniest fluctuations in the Stardust. It's thanks to her that I was able to take refuge in this place after Starfall. You're safe here. Yes, an emissary of sorts. I wanted it to help rescue other Metas. The recent fluctuation must have startled it. The important thing right now is to secure it. See that thing in the center of the room? It's a device for securing deviations. This makes them more useful and safer to be around. So, hier einmal den Schmetterling platzieren. The butterfly is recovered. I think it likes you. Deviations can be very dangerous if not taken care of. They can radiate stardust, which can lead to all kinds of unpredictable consequences. This is why we created the Mayflies. We make cradles and securement units to keep deviations contained. We're trying to find ways for humans and deviations to live in harmony. We figure this is our best chance of cleaning up the mess that Rosetta made. No one's exactly sure what they are, just that they're not bound by the physical laws of our world. They came from another dimension, something we call rift space. When deviations get stressed, they release stardust. We think this brings our world and rift space closer together. Like with Starfall, sometimes it becomes possible to pass between the two planes of existence. And when that happens, all hell breaks loose. Some deviations are friendly, like the butterfly. But others, like the ones inside monoliths,
are extremely dangerous. It's not practical to secure all of them, of course. But if we can learn more about them, maybe we can find ways to live alongside them. That's the goal. Also, the stardust just keeps spreading, and we aren't sure why. Siren! Shit, it must have gotten through. Come on, Meta. A deviation from another world just entered this space, and it won't go down without a fight. Take the butterfly with you. It can help. Okay, alles klar. Ganz fix hier alles einpacken. So, Schmetterling, du kommst mit mir mit. Was können wir denn hier noch so machen? Okay. Was gibt's hier hinten noch? Jawohl! Eine Weste und Pfeile. Das hört sich doch ziemlich gut an. Ich guck mal nach oben hier rein. Was haben wir denn hier? Ach, das sind Generatoren. Da kann ich aber nichts dran machen. Kann ich die Lampe mitnehmen? Ich kann die nur aus- und anmachen. Okay, alles klar. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier in die Natur. Zack. Dann tun wir jetzt erstmal hier ein bisschen was abbauen. Ist zwar etwas uneffektiv. So mit der Hand, aber das muss jetzt erstmal so sein. Hey, und ich würde mir dort hinten ganz gerne mal diese Ruine angucken wollen. Ich weiß, das ist gerade nicht unsere Aufgabe, ja. Aber interessieren würde mich das schon jetzt gerade mal, was dort hinten so ist. Deswegen, los, lass uns mal ganz fix da drüber rennen. Ich will mal gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist. Was habe ich hier? Okay, ich kann hier etwas Wasser mitnehmen. Ja, ich meine, es ist schmutziges Wasser, aber ich würde trotzdem einfach mal was davon mitnehmen wollen. So. Gut. Und den Baum hier fällen wir mal direkt noch mit. Hey, komm. Ja, irgendwie ging das jetzt gerade nicht so. Komm. Jetzt geht's. Sehr schön. So. Wunderbar. Das Holz für meine Mission habe ich jetzt auch damit hier schon eingetütet. Aber wir nehmen einfach mal noch ein bisschen mehr davon mit. Da spricht ja nichts dagegen. Ei, was ist denn dort hinten? In der Ruine. Ich muss gleich mal dahinter flitzen. So. Was haben wir denn hier? Kann man hier irgendwas machen? Auf jeden Fall sieht das Ganze hier interessant aus. Aber hier kann man leider nicht mit interagieren. Nein, hier kann man leider nirgendwo interagieren mit. Gut, dann nehme ich einfach noch ein bisschen zusätzliches Holz mit. Und dann gehen wir gleich zurück. So. Den großen Baum hole ich mir noch. Sehr schön, dann haben wir jetzt über 100 Holz. Was ist denn da drüben? Alter, die ganze Gegend hier sieht gerade so interessant aus. Ich werde wohl auch nochmal dahinter fix rennen müssen. Einfach um meine Neugier zu befriedigen.
haben wir hier? Hier haben wir ein paar Beeren. Hm, lecker. Die kommen mit. Ja, also die Gegend hier sieht schon interessant aus. Also hier gibt es auf jeden Fall, denke ich, viel zu entdecken. Wir nehmen nochmal ein bisschen was davon mit. So. Und jetzt sollte es auf jeden Fall eigentlich genug sein. Ich würde gerne mal noch versuchen, ein Tier vielleicht zu jagen, aber könnte schwierig werden mit einer Machete. Also da wäre es dann natürlich jetzt besser, wenn ich eine Schusswaffe hätte. Aber lass uns einfach mal versuchen. Wir rennen jetzt einfach mal dahinter mit der Machete in der Hand. So, los geht's. Komm schon. Bleib stehen, meine Kleinen. Nee. Das wird nichts. Oder? Doch, komm. Oh, ihr habt schon eine unsichtbare Wand, oder? Ja, okay, hier kann ich nicht weiter. Zumindest noch nicht. Gut, alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Dann gehen wir jetzt zurück und kümmern uns um unsere Aufgabe. Hey, was ist denn mit diesem Baum hier? Und mit diesen Steinen? Die sehen ganz anders aus. Hier ist irgendwelches Zeug dran. Sowieso geht es der Region hier, der Landschaft, nicht so besonders gut, wenn man sich das so anschaut. So. Gut, jetzt soll ich hier so ein Camp platzieren. So, das ist dann mein Respawn und gleichzeitig kann ich da dann auch Sachen craften. Also ich denke, eigentlich wäre das am besten, wenn das mit hier oben irgendwo drin wäre. In dem Haus, damit es halt geschützt ist. Aber das geht nicht. Ich werde das wohl hier draußen irgendwo hinsetzen müssen. Ob ich wohl später auch noch was bauen kann wie Zäune? Das wäre interessant zu wissen, weil wenn, dann würde ich nämlich einfach hier ein bisschen weiter weggehen an dem Gelände und dann hier so Zäune langziehen und sowas. Das wäre nämlich dann hier meine Überlegung. Ich glaube, wir setzen das jetzt einfach mal hier oben so ran in das Haus. Hier so hin. So. Gut. Jetzt gehe ich erstmal hier ran. Und hier kann ich jetzt Bandagen schon craften. Eine Axt. Okay, eine Axt machen wir erstmal. Ja, Wasser. Weapon Crafting. Was haben wir denn hier für Waffen? Jawoll. Eine Armbrust. So, rüste ich direkt mal aus als Hauptwaffe. Hier haben wir dann noch so eine Fackel. Was haben wir hier noch? Rüstung craften. Okay, was brauche ich da? Okay, da muss ich dann jagen gehen. Ja, jetzt will ich mal eben was gucken. So, wo ist denn jetzt die Machete? Hier ist die Fackel. Hier kann man dann auch noch Mods draufpacken. Okay, interessant zu wissen. So. Gut. Wegen Kleidung will ich dann gleich auf jeden Fall auch noch mitgucken. Aber schön, dass wir jetzt erstmal hier noch eine Armbrust mit haben. So, für die bräuchte ich aber dann auf jeden Fall noch ein bisschen Munition, denke ich. Deswegen lasst uns da mal ein bisschen was herstellen. So.
näher ran. Das ist voll okay. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Was kann ich denn hier noch machen? Da habe ich dann nochmal eine neue Armbrust, oder? Ja, wow, na super. Ich wollte jetzt eigentlich keine zweite machen. Ich dachte gerade, ich könnte die hier vielleicht noch verbessern. Mein Fehler. Gut. Gucken wir mal hier rein. Da werde ich die eine wohl weghauen müssen, oder? Wäre wohl die beste Lösung. Ah, hier gibt es dann auch noch kosmetische Sachen. Sticker und sowas, die du da draufhauen kannst. Okay. Ja, gut zu wissen. So. Gucken wir nochmal hier drüber rein. Ah, ich habe Samen. Okay. Die werde ich dann anpflanzen können. Hm. Gut. Was haben wir hier unten noch? Pickaxe. Also Axt, ja. Habe ich ja eben eigentlich doch schon hergestellt, oder nicht? Ach, ich sehe gerade schon mein Problem hier unten, ja. Hier mit der Leiste. Ich sehe es gerade schon. So, Moment. Okay, jetzt stellt es das her. Ja, jetzt geht das. Eben hat es hier irgendwie nicht ganz so geklappt. Alles klar. Dann jetzt die Pfeile hier noch machen. Oder würde ich gerne jetzt noch mal ein bisschen Holz und Steine ranholen. Damit wir dann einfach noch ein bisschen mehr Pfeile herstellen können. Gut. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal das Holzfarmen etwas effizienter hier. Dadurch, dass wir hier die Axt haben. Und dann müssen wir jetzt gleich einen Angriff hier abwehren. Bin ich dann auf jeden Fall gleich bereit. Noch mal ein paar kleine Steinchen. So. Die holen wir mal ganz fix hier zusammen. Jawohl. Das geht auch wesentlich schneller jetzt hier das Ganze. Das merke ich schon ganz klar. So. Den einen Stein dann gleich noch da drüben mitnehmen und dann war es das hier auch erstmal. Dann bin ich auch bereit für den Angriff. Okay, den Stein kann ich nicht mitnehmen. Ne, da kann ich nur ein bisschen durchlaufen. So. Alles klar. Hier nochmal kurz ran. Nochmal ein paar Pfeile jetzt. Und ich würde ganz gerne auch noch eine Bandage mitmachen. Und ein bisschen was von dem Wasser hier. Gut. Ja, und ich weiß auf jeden Fall nur, was mein Fehler halt hier eben war. Ja, warum das hier eben nicht ging mit dem Craftsauce, ja. Ich hatte halt hier unten das Zeug nicht rausgenommen. So, gucken wir mal hier drüben kurz. Gut. Das passt dann jetzt alles hier soweit. Das Zeug hier nur noch einsammeln jetzt. Komm, werd fertig. Zack. Und jetzt bin ich ready für den Angriff. Der Kampf kann beginnen. Alter, was ist das denn für ein großes Ding?
Aber das muss ich schon mal so sagen, also das Gegnerdesign macht auf jeden Fall was her. Also das sieht echt klasse aus, das Gegnerdesign in dem Spiel. Alles klar. Dann feuern wir mal auf den Boss. Okay, den zieht man gut ab. Dem zieht man wirklich gut was ab. Ich habe schon seine Schwachstelle herausgefunden. Von oben drauf feuern. Auf die rote Lampe. Jawohl, Alter, das zieht richtig schön ab. Das war's gleich. Wunderbar. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier vorne? So, das nehmen wir mal. Haben eben eigentlich die Geschütze hier geschossen? Ich habe das eben gar nicht richtig mitbekommen. Damn, it escaped. Just driving it away was enough, and it's all thanks to you, Meta. You're tougher than you look. That's twice now you've saved me. Yes. Mitsuko created this rift space, a refuge from the dangers of the physical world, or so we thought. Do you think that deviation will come back? It's possible. We just can't sit here and wait, though. Meta, will you go back to the physical world with me? Take the butterfly with you. Put it in your cradle. That way, I can lend you some of my strength. Hopefully, we'll meet again one day. It looks like this is goodbye. Before you go, if you have any questions, I can try and answer them for you. Hey, was haben wir denn jetzt hier? Mit der Kamera. Alles klar, ich soll ein Foto machen. Gut. Das saven wir einfach mal, also speichern wir. After Starfall, and the world is still infested with stardust. It looks like the monoliths here have been reactivated too. They might hold the key to all this stardust pollution. Okay, sehr cool, dass wir jetzt auch so hier durch die Luft gleiten können. Das gefällt mir definitiv. Alter, was ist denn dort hinten für eine Siedlung?
Und irgendwie macht das gerade Spaß, hier so durch die Luft zu gleiten. Was haben wir denn hier für ein Gebäude? Hep. Now that we've made it, let's set up a territory. So, was haben wir jetzt hier? Okay, jetzt kann ich hier ein Territorium auswählen, wo ich bauen möchte. Okay, hier kann ich nicht bauen. Alles klar. Ich dachte, hier könnte ich vielleicht was bauen. Mit dieser Hütte. Aber scheinbar ist dieses Gebäude hier von einem anderen Spieler, so wie es aussieht. Gut, alles klar. Also wir müssen auf jeden Fall dann wohl scheinbar eine Stelle finden, die komplett leer steht. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf dieses ganze Basisbauen-Zeugs dann hier im Spiel. Das liebe ich ja. Ich denke da oben vielleicht auf dem Berg. Das ist vielleicht ein ganz cooler Ort. An der Straße gefällt mir das auf jeden Fall nicht so. Nee. Ich will, denke ich, hier oben. Ach, da ist auch schon wieder ein Haus. Was haben wir denn hier? Jawohl. Davon habe ich jetzt mal was mitgenommen. Ah. Verstehe. Und das ist das Haus von einem anderen Spieler hier auch wieder. Und auf jeden Fall gibt es auch PvP in dem Spiel. PvE und PvP. Es gibt da auch extra Server, so wie ich das schon gesehen hatte. Und ich würde auch einfach mal sagen, wir gucken jetzt mal noch dort oben rein. Zu diesem Gelände, wo dieser Brief mir angezeigt wird. Was haben wir denn hier? Ach, hier gibt es dann bestimmt Händler und sowas. Das ist wohl wie so eine Art Siedlung, so wie es aussieht. Okay, das Ganze sieht alles sehr interessant hier aus. Da hinten ist auch noch ein Ausrufezeichen. Das ist vielleicht was wie eine Mission oder so, wer weiß. Auf jeden Fall würde ich einfach sagen, Leute, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Mit der ersten Folge zur Beta von Once Human. Und in der zweiten Folge gucken wir dann mal wegen Basisbauen, so würde ich sagen. Oder wollen wir einfach mal hier gucken, dass wir das jetzt hier hinsetzen? Das mit dem Territorium. Ja, ich würde sagen, wir setzen das tatsächlich jetzt einfach mal hier noch so mit hin. Und in der nächsten Folge beginnen wir dann so mit dem richtigen Bau. Also, dass wir da ein größeres Haus oder sowas bauen. Ja, machen wir so. Nice work. I've managed to unlock some memetics for Mitsuko. If you access them through your cradle, you'll be able to craft and build what we need. Gut. Und mit dem Bau geht es dann so richtig los in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen da, Leute. Schreibt gerne einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.